739153. Nein, das war's nicht. Okay, ich guck nochmal. Warte kurz. Notizbuch. Datenpunkte. Jetzt ist die Frage. Welcher war's? Nein. Datenpunkte Welt. Glyphen, Beute, die. Ach nee, das sind die anderen, die wir gefunden haben. Da müssten die ja hier auch markiert sein. Sind sie aber nicht. Juhu, Audiodatenpunkte, Hologramme, Quest. Da muss das irgendwo hier sein. Eingeseift, neue Prioritäten, Marianne. Traum, 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 Traum. Not, Phantom, Telemetrie, Befehl, Fortschritt, Ernährung, Unterfunktion, Testprotokoll, Leben im Glashaus. Wachsende Besorgnis? Nein. In Versuchung? Geschmack eines besseren Lebens? Nein. Hä, wo sind die denn jetzt? Audio zu Texttranskription. Nee. Ach so, warte, Textdatenpunkt Nebenquest ist das, ne? Hier. 739135. 739135. 739135. 739135. 739135. Bin drin. Was ist hier nix? Doch da. Ja, wie wäre es, wenn du das Ding mitnimmst? Alles klar. Na, dann wieder zurück zu Stemmoor. Ding. Ein altes holographisches Gerät, das einst Teil eines Satzes war, geborgen aus den unterirdischen Ruinen von Las Vegas. Vielleicht finden wir heraus, wie das Ding funktioniert. Ja, ich habe ja noch ein paar. Also will Stemmoor die Dinger haben, ja? Aber, hallo? Wenn wir gerade hier unten sind... Warum ist es hier neblig? Warum höre ich hier so merkwürdige Geräusche? So, hier haben wir den noch. Ein Bild aus der alten Welt. Sieht wie ein Teil der Stadt in der Kuppel aus. Hier. Nee, muss irgendwo von da drüben sein. Wahrscheinlich da oben auf der Brücke, ne? Würde ich fast drauf wetten. Ach, die Musik hier ist doch immer so schön. Hier. Vom Überhanghaus habe ich einen guten Blick auf die Stadt. Dort sollte ich versuchen, das Bild auszurichten. Vom Überhanghaus. Was für ein Überhanghaus. Okay, da ist der. Ich muss weiter darüber, ne? Ne, es soll hier sein. Überhanghaus? What did you just say? Da oben? Komm ich gar nicht hin. Thank you.
Oder meint sie vom Überhang aus? Ja, und noch passender geht's nicht. Ich kenne halt auch nix, ne? So, der ist irgendwo da. Hä? Muss doch hier sein, noch nicht. Nee, von hier passt halt gar nicht. Da ist die Treppe. Er muss ja hier sein. Ja, passt doch jetzt, oder nicht? Na, fast. Hm? Bin ich bescheuert? Oder einfach nur dumm? Ich glaube, ich bin zu tief, um das Bild auszurichten. Da? Ich bin raus aus dem Gebiet, ne? Ne, passt gar nicht von hier. Hier vielleicht? Auch nicht, ne? Ne. Ne, brauche ich gar nicht erst gucken. Muss schon hier sein. Oder hier. Nee. Der Winkel sieht nicht ganz richtig aus. Vielleicht sollte ich es weiter oben versuchen. Ach, halt jetzt nicht. Ich habe an der falschen Stelle gestanden da oben. Willst du mich verarschen? Weil es Mühe nicht passt. Oder hier, von der Bank aus? Nee. Okay, jetzt. Zu tief. Kann ich hier irgendwo hoch? Oder so? Hier oder was? Echt jetzt? Okay, jetzt wird's gerade ein bisschen nervig, ne? Ich sag's nur mal. Vom Überhanghaus. Ich habe da ein Dach gesehen, wo kein Dach war. Wegen dem scheiß Hologramm. Jetzt will ich das Spiel aber auch verarschen, ne? Ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe. Weil hier ist kein Dach mehr. Passt aber auch nicht. Nicht mal annähernd. Muss viel weiter darüber.
bin ich viel zu weit weg. Ich würde das hier echt gerne mitnehmen. Aber es geht nicht. Alles klebt. Bin ich jetzt blöd? Setz deinen Fokus ein? Ja, genau. Suche am alten Überhang. Verdammte Hitze. Wie komme ich nicht hoch? Der muss hier ungefähr sein. Oi. Was ist denn der alte Überhang? Ich verstehe es nicht. Oder muss ich da unten hin? Hier hin? Nee, hier bin ich. Vielleicht bin ich zu tief, um das Bild auszurichten. Ja, also da oben. Aber es geht gerade nicht. Es geht nicht. Der macht das nicht. Das Motiv ist eindeutig die scheiß Brücke hier. Hier wurde das gemacht. Das ist halt die Außenseite. Muss halt hier sein. Aber hier passt das halt überhaupt gar nicht. Das ist das Gitter. Das ist das Stück hier. Das geht von hier nicht. Und hier kann ich nirgendwo höher. Aber hier bin ich auch wieder müh zu tief. Und zu weit weg, glaube ich. Hat geklappt. Fuck you. Ja, es ist total schön. Aber ganz ehrlich, hier, guck mal, hier ist das Symbol. Hier stand ich. Und hier hat er das erst genommen. Willst du mich verarschen? Was ist denn das für eine Scheiße? Fick dich, Spiel. Das ist doch Kacke. Gibt die Ruine mit der Drachenstatue? Hä? Wieso zeigt das hier nach draußen? Weil das auch da drüben ist, oder was? Ist noch nichts neu gespawnt, ne? Nee. Zwar keine Drachenstatue, aber okay. Keine Ahnung, was soll ich jetzt hier? Die scheint der Ort zu sein, aber keine Gräber. Und das muss die Statue sein. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Ping.
Da kann ich klettern. Da kann ich den runterholen. Vielleicht finde ich was, worauf ich stehen kann. Oh, hier ist noch irgendwas. Neuer Datenpunkt. Mia Hellraise, paranormales Inferno. Wunder, Magie, ein paranormales Inferno. Mia Hellraise ist wieder in Vegas mit ihrer bisher heißesten Show. Und die Kritiker können gar nicht genug davon bekommen. Überwältigend, es haut einen um. Y como siempre, el show de Mia está fuera de serie. Ist klar. Öffnen Sie Ihren Geist für eine neue Realität, wenn diese Meisterin der Magie die Grenzen zwischen dem Diesseits und dem mystischen Jenseits niederbrennt. Unser außerweltliches Mystery Dinner ist allerdings nicht für die Ewigkeit geplant. Also buchen Sie jetzt Ihre Tickets für ein Erlebnis, das die Welt der Magie in Flammen aufgehen lässt. Traumhafte Tänzer, wunderbare Weissagung und ein flammender Drache erwarten Sie über diesem paranormalen Inferno. In dem Raum ist eine Kiste. Ich könnte auch Nachrichtensprecher sein. Wie komme ich da rein? Oder Werbung machen. Eine Öffnung. Eine Öffnung. Mach auf. Und dann Rinder mit dir. Hier? Ja. Das könnte nützlich sein. Was jetzt? Wie ich jetzt die Frage, wie willst du sie rauskriegen? Ach so, okay. Ich habe nichts gesagt. Wir glimmern mal den Feuer. Gleich gibt es eine Explosion. Deko! So, Kiste. Ich finde das immer noch merkwürdig, dass wir die nicht drehen können, die Kisten. Das ist so von Steuerung her, ist das komisch. Bin ich hier richtig? Jo. Aber. Da ist ein Kreuz drauf. Kann ich dran zerren? Autsch. Spiel zu Ende. Heldin von Kiste erschlagen beim Looten. Ups. So, warte, bevor ich jetzt hier weitergehe, nach oben. Gibt es hier noch was auf der Etage? Nee. Kann ich das überhaupt, wie ich gesehen gestellt habe? Ja. Okay. Ich muss höher rauf, um zur Statue zu gelangen. Tja, das wäre so einfach gewesen, wenn hier noch Wasser wäre, ne? So, auch wieder hier. Zieh! Und zieh! Und nochmal ziehen. Wir haben langsam genug gezogen, oder? So viel Loot. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Scheiß machen soll. Was leuchtet da denn? Ach, so ein Licht. Reicht das? Nö. Okay, wahrscheinlich muss ich die Kiste auch hier hinziehen. Ne? Hoffe ich, glaube ich, weiß ich nicht. Ja. Is there something else here? No. Sprung, Sprung, Sprung und Sprung und hüpf. Da ist noch eine Kiste. Überall Kisten. Ich weiß gar nicht, wer die hier platziert hat. Die sehen nicht so aus, als ob die hier so von Natur aus hergehören. Und was jetzt? Da ist auch noch was. Brennerwartungsbericht. Brenner 1D EF 981, 2. November 2055. Dachbrenner aufgefüllt, Bauteil Reinigungszyklus abgeschlossen, Sicherheitsprüfung durchgeführt. 9. November, Drachenbrenner aufgefüllt, Bauteil Reinigungszyklus abgeschlossen, Sicherheitsprüfung durchgeführt. 16. November, Drachenbrenner aufgefüllt, Bauteil Reinigungszyklus abgeschlossen. Kundenbeschwerde, die aktuelle Flammenstufe sei nicht spektakulär genug. Druck am Hauptbrenner erhöht. 17. November. Der erhöhte Druck hat zu unschönen Hitzestößen an den ersten drei Tischreihen geführt. Kunden umgesetzt und das Paar in A5 für angesägte Kleidung entschädigt. Druck reduziert, Drachenbrenner aufgefüllt, Bauteilreinigungszyklus, Daten beschädigt. Ja, da kommt davon, wenn man auch so komische Leute wie Kunden hört. Die haben nämlich alle gar keine Ahnung. Ich dachte gerade, da oben läuft jemand.
Da. Ich wollte sagen, wie geht's denn jetzt hier heute? Durch den Schacht. Hossa. Ja, super. Mal hochklettern. Vielleicht. Was? Hä? Was ist dein Problem? Dann geht doch. Warum nicht gleich so? Das war ja dämlich. Warte, warte. Lass mich gucken. Da drüben. Eine Kiste. Und da ist eine Kiste. Eine Kiste hier. Eine Kiste da. Tralala. Okay, wenn ich jetzt hier quer rüber springe, schmier ich dann ab? Nö. Ist auch besser so. Zack. Und jetzt müssen wir hier rüber, hä? Holen wir uns den Brenner. Oh. Geschafft. Wow. Ja, ich hab den Brenner. Ich sollte ihn zu Morland bringen. Ja. Ich glaube aber, wir können uns rausbeamen, oder? Alles andere wäre dumm. Oder Blödsinn. Hier geht das nicht. So? Nein. Warum nicht? Weil ich hier rumhocke. Autsch. Na, weißt du was? Dann kommen wir rum. Das müssen die sein, die Morland angegriffen haben. Hallo. Und tschüss. Aua. Nö, nö. Gerade keinen Bock drauf. Tu mich mal in Ruhe lassen, tun. Ich scheiß auf die. Ich muss hier nur wieder raus. Der Platz wäre mir jetzt zu eng zum Kämpfen, bin ich ganz ehrlich. Das muss ich jetzt nicht haben. Dass ich hier nur wieder irgendwie hochkomme, ne? Da. Immer da, wo es leuchtet. Das soll ich mir merken. Dafür bin ich aber nicht oft genug hier. So schnell weg. Keine Ahnung, wo die Viecher jetzt herkamen, aber. Nein! Ach, das ist doch nicht wahr. Also manchmal, die Steuerung ist manchmal immer noch kacke. Tut mir leid, aber das muss ich so sagen. Manchmal immer noch kacke. So, wir geben jetzt die Quest ab und dann ist auch schon wieder Schluss für heute. Hahaha, ist auch schon wieder spät. 2:30. Ich bin seit 10 hier. Reicht dann auch hier. Also eigentlich nicht. Ich würde gerne noch weitermachen, aber dann kriege ich Ärger. Ich glaube, wir kriegen einen Raketenrucksack. Hoffe ich. Morlin scheint sowas zu bauen. Nichts über eine Pause und eine Partie Maschinenstreit. War ich die Kiste schon geplündert? Die verschlossen war? Guck mal schnell. Oder war die hier oben? Ist schon wieder irgendwas. Nee, da ist sie. Die hatte ich noch nicht, ne? Ne, so verschlossen. So, jetzt bist du erstmal dran, ne? Die Nora kam zurück. Doch brachte sie Botschaft des Triumphs oder des Unglücks? Ich hab das Ding und es ist nicht das Einzige, das ich fand. Hier. Der alte Wortschmied hielt mit glänzenden Augen und dankbarem Herzen den Gegenstand empor, der ihm entgangen war. Es ist Teil eines Satzes und heißt Ornament. Es könnten noch mehr in Ruinen jenseits der Wüste verstreut sein. Vielleicht kann ich sie aufspüren. So vertiefte sich das Geheimnis des Ornaments. Zu welchem Zweck waren die Schmuckstücke gefertigt? Für eine Nacht der Lichter-Feiertagsaktion. Die Alten feierten sowohl Feiertage, denke ich. Wie Feste? In der Art.
Feiertage standen wohl für saisonale Ereignisse. So wie bei jedem Fest im Anrecht? Das Fest des ersten Fasses? Das Fest der Fermentation? Das Nur-Hopfenfest? Alles dreht sich um Bier, was? Das sollte mich nicht überraschen. Anscheinend konnten die Ornamente hier die Lichter über Tage ändern. Aber ich weiß nicht wie. Ich erkenne diese Markierung. Sie war auf einem Gerät, das wir ausgruben. Hier. Könnt ihr vielleicht die Lichter anschalten? Finden wir es raus. Welches soll ich zuerst probieren? Eid al-Fitr, Bodhi-Tag, kenne ich nicht. St. Patrick's Day, kenne ich. Weihnachten, kenne ich. Halloween, chinesisches Neujahr. Oh, chinesisches Neujahr, schön. Schalten wir das mal an. Auf Befehl unserer Heldin sollen die Lichter den Himmel blenden. Gut, dass gerade Tag ist. Funken und Schlangen am Himmel. Was auch immer die feierten. Es war sicher ein großes Fest. Sag mir, falls du noch andere Ornamente findest. Ich frag mich, was für Feiertage die Alten feierten. Okay, ich dachte eigentlich, jetzt ändert sich hier alles. Und nicht nur da hinten, aber okay. Von unbekannten Reisen kam die Nora zurück zum Geschichtenerzähler und Hüter von Ornamenten. Na, ist dir nach einem Fest? Such dir was aus. Machen wir mal Halloween? Ich will das hier sehen. Und der Wortschmied zog los. Gut, dass es Nacht wird. Das ist seltsamer als Funken im Wasser. Okay, was cool. Was für ein Fest feiert Fledermäuse? Bei der Schmiede, was haben sie während des Fests gegessen? Okay, es ist nicht so beeindruckend, wie ich gedacht hätte. Ist wirklich nicht so beeindruckend, wie ich gedacht hätte. Das hier sieht gut aus. Ich hoffe... St. Patrick's Day. Wieso bei der Schmiede feiern die Alten ein grünes Blatt? Das bringt Glück oder so. Meine Augen sind hier oben, Bruder. Okay. So, und? Dann machen wir mal den. Das hier ist jetzt dran. Ich. Mal gucken. Ah, das muss das Fest des Sichelmondes gewesen sein. Aber die haben doch nicht jeden Sichelmond gefeiert, oder doch? Bei der Schmiede, das wären viele Feste. Und? Schön, die wollte... Und jetzt? Unter dem Wasserfall aus güldenen Blättern ging der Wortschmied in sich und meditierte im Stillen. Und sein Geist ward beruhigt. Nicht schon wieder. Des alten Wort und? Ist okay, aber ich habe mir echt ein bisschen... Ich dachte, jetzt wird einfach alles geändert hier bei der Stadt. Oh, was ist denn da so Hintergrundbeleuchtung? Also ist okay, aber... Ist jetzt auch nichts... Wo ich sage, wow. So sicher der Funke die Flamme entfacht. Das war wohl ein Winterfest. Ja, okay. Ist aber okay. Was für ein Tier der Brenner Tomorrowland. Ach, warte mal, hier war auch noch. Da hinten, die Marke. Die muss ich mir auch noch holen, gleich.